Ja, wie das Projekt vorher ja gerade schon gezeigt hat, ist Sprache wahnsinnig wichtig, um irgendwo dabei sein zu können. Sprache kann auch sehr exkludierend sein, wenn es bestimmte Fachbegriffe gibt oder so Witze oder Insider. Wenn man irgendwo in eine Gruppe neu dazukommt, dann versteht man gar nicht so richtig, worum es geht. Wenn man zum Beispiel zum ersten Mal hier bei Jugendhakt ist, fragt man sich vielleicht, was es mit den ganzen Alpakas auf sich hat. Das wird wahrscheinlich im Laufe der Veranstaltung sich noch erklären. Und genauso wie das hier ist, ist es zum Beispiel auch in der Politik so, dass da wahnsinnig viele Fachbegriffe benutzt werden, die es einem erstmal schwierig machen zu verstehen, worum es eigentlich geht, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigen möchte für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger. Und wie man das alles ein bisschen besser verstehen kann, darum geht es in unserem nächsten Projekt. Und das erzählen uns jetzt Nele, Fabian, ein anderer Fabian und Paul. Einen herzlichen Applaus. Genau, hi an alle und danke. Wir haben uns mit dem Arbeitstitel, wie du eben schon sagtest, Kurier, öffne dein politisches Auge mit genau dieser Thematik beschäftigt. Ich denke, jeder hier im Raum kennt es. Wir lesen einen Artikel von irgendeiner Zeitung und wir haben ein Wort da drin, das wir nicht verstehen. Jetzt ist es natürlich umständlich, wir müssen das googeln, unser Lesefluss wird unterbrochen, wollen wir nicht. Oder wir googeln es eben nicht und wissen nicht, was das Wort bedeutet und landen dann in so einen Dschungel. Haben das nicht verstanden und können uns auch politisch nicht einmischen. Und genau da wollen wir einschreiten. Und wie wir das machen, das erklärt euch jetzt Fabian Nummer 2. Genau, dazu geht man erstmal auf eine Website mit einem Artikel. Nein, links, 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 genau. Zum Beispiel dieser etwas fragwürdige Artikel von der Süddeutschen Zeitung über Hacker. Ich wüsste ganz gern, was sind denn Fraktionen? Kannst du mir das mal kurz zeigen? Genau, deswegen markieren wir das Wort, einen Rechtsklick, dann mit Begriff, mit Kurier erklären und dann bekomme ich die Definition von dem Begriff, eine einfache Erklärung. Ah, probieren wir nochmal, was ist denn der Bundestag? Und zack, haben wir eine Erklärung für den Bundestag hier. Weil das aber hier der Begriff Hacker ist in dem Artikel ein bisschen, ja, bisschen eher negativ behaftet. Wir haben da eine bessere Lösung. Exakt. Aber es kann ja auch sein, dass irgendwelche Begriffe nicht in unserer Datenbank sind. Und wie wir mit denen umgehen, dazu jetzt mehr. Also, wenn wir mal einen Begriff, danke, noch nicht in unserer Datenbank haben, gehen wir auf dein-eiskaffee.de, geben unseren Begriff ein, zum Beispiel Mentor, Mentorin, schreiben unsere Definition dort rein, dass zum Beispiel bei uns André und Clemens waren, und wählen aus, welche Kategorie das ist, ob es allgemein, Länder, Gesetze, was für eine politische Art es ist, und geben unseren Nickname ein, von wem das ist, damit wir auch wissen, wer das reingeschrieben hat. Und wie das alles genau funktioniert, nochmal im genauen Teil erklärt euch Paul. Hallo alle nochmal von mir. Man fragt sich jetzt erstmal wahrscheinlich, wie man diese unglaublich tolle Anwendung runterladen kann. Wie gesagt, ihr müsst auf dein-eiskaffee.de gehen und da ist oben so ein Knopf, wie ihr gesehen habt, so ein gelber Knopf, mit dem ihr das auch runterladen könnt. Wir haben das mit verschiedenen Programmierumgebungen entwickelt. Zur Koordination haben wir das Versionsverwaltungssystem Git verwendet, was man auch dort in dem vordersten Fenster sieht. Die Webseite wurde mit HTML und CSS und JavaScript gemacht. Damit wurde auch die Erweiterung programmiert, die sogenannte Web-Extension-Schnittstelle vom Firefox-Browser verwendet hat, die dann auch eben signiert wurde und all sowas. Und ja, das sieht man dann auch an diesem dem hinteren Fenster mit dem schwarzen Sachen. Und ja, damit haben wir unsere Sachen programmiert.
Bestimmt, komm mal nach vorne und gib mir ganz kurz das Mikro, danke. Ihr habt bestimmt schon an dem Zwischenapplaus gemerkt, dass auch dem Publikum das Projekt sehr gut gefallen hat. Mir hat das auch gut gefallen. Eine Frage habe ich mir gestellt, und zwar, wo kommen denn eigentlich die Erklärungen her? Also habt ihr eine Datenbank, habt ihr irgendwie von Wikimedia oder so Definitionen runtergezogen oder habt ihr tatsächlich alles händisch eingefügt? Kann da einer was dazu sagen? Ja, genau. Also die Definitionen, die haben wir selber eingefügt, die wurden von uns erklärt. Die sind in unserer Datenbank, das sind jetzt nicht so viele, aber das ist ja, wie gesagt, erweiterbar. Genau, Paul? Genau, es ist auch so, dass die Idee ist, dass halt jeder so Begriffe hinzufügen kann, wie man ja eben sieht über dieses Formular. Und dann haben wir zum Beispiel jetzt auch sowas gemacht, dass man, das ist jetzt in der Version, die wir gezeigt haben, noch nicht drauf, aber in der neuesten Version ist es jetzt auch so, dass man Begriffe melden kann, wenn die irgendwie fehlerhaft oder erklärt sind oder da irgendwie so Schwachsinn reingeschrieben wurde und dass die dann halt auch irgendwie deaktiviert werden, wenn es genug Leute machen. Also das ist so ein bisschen die Idee, dass das jeder im Prinzip sich beteiligen kann. Also schon ein bisschen so ähnlich, wie es auch bei Wikipedia funktioniert. Es kann im Prinzip jeder beitragen, aber die Community guckt auch gleichzeitig, dass das immer noch einigermaßen neutral ist, die Definitionen, und dass so eine Definition nicht zu stark in eine Richtung kippt, weil das ja dann auch wieder politische Einflussnahme sein kann. Also ähnliches Konzept, ja? Ja, ja. Und ganz grundsätzlich, wie findet ihr das denn? Denn ganz offensichtlich scheint ihr ja auch solche politischen Artikel zu lesen, denn sonst wärt ihr ja nicht auf die Idee gekommen, dieses Projekt zu machen. Findet ihr, dass grundsätzlich Journalistinnen und Journalisten einfacher schreiben sollten und vielleicht ein bisschen weniger überkandidelte Begriffe verwenden sollten, dass es alle verstehen? Oder sagt ihr, naja, das ist halt ein Fachbereich, der hat seine Fachbegriffe, und wenn man da reinkommen will, dann soll man halt so ein Tool wie eures benutzen? Also wir finden es einerseits wichtig, dass im Juristendeutsch Fachbegriffe benutzt werden, weil dann einfach weniger Lücken entstehen, man es genau definieren kann. Finden es aber ebenso wichtig, dass auch Jugendliche oder auch, müssen ja nicht nur Jugendliche sein, sondern auch Leute, die nur leichte Sprache verstehen, dass die auch mitpartizipieren können. Und dafür haben wir jetzt erstmal das Plugin erstellt. Denkbar ist auch, dass es zum Beispiel zwei Versionen dann in leichter Sprache oder nur in der Sprache gibt. Das wäre super. Das ist noch barrierefreier ist und noch besser zugänglich. Cool, tolle Idee. Vielen herzlichen Dank. Danke für die Erklärung. Nochmal einen herzlichen Applaus für Curia. Dankeschön. Ich bin aufgeregt.